Servus zusammen, ich bin der Luki und das ist ein weiteres Video aus unserer Reihe Teleskoptheorie. In einem der letzten Videos hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass wir doch bitte mal die Beugungsgrenze genauer erklären. Deswegen geht es in diesem Video genau darum, nämlich um die Beugungsgrenze, aber nicht nur, denn wir werden auch das Auflösungsvermögen erklären und ganz zum Schluss werden wir die Frage beantworten, ob man mit einem Teleskop eigentlich den Eagle Lander der Apollo 11 Mission beobachten kann. Viel Spaß bei dem Video. Da dieses Video ein bisschen länger wird, haben wir es in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel geht es ums Auflösungsvermögen, im zweiten Kapitel um die Theorie hinter der Beugungsgrenze und im letzten Kapitel um die Frage, ob man mit einem Teleskop den Eagle Lander der Apollo 11 Mission beobachten kann. Aber wir starten, wie gesagt, mit dem Auflösungsvermögen. Was ist Auflösungsvermögen? Unter Auflösungsvermögen versteht man den Grad der Unterscheidbarkeit von zwei Objekten. Das bedeutet, wie weit müssen Objekte voneinander entfernt sein, damit ich sie in einem gewissen Abstand zu ihnen noch als zwei getrennte Objekte wahrnehmen kann. Das klingt jetzt ein bisschen unhandlich. Wie kann man sich das jetzt besser vorstellen? Wenn ich jetzt zwei Taschenlampen nehme und die hier so in der Hand halten würde, und beide anschalten würde, dann würde man ganz klar erkennen, das sind zwei Taschenlampen, die angeschaltet sind. Wenn ich aber jetzt weiter weggehe, dann rücken diese Taschenlampen scheinbar näher zusammen. Und ab einem gewissen Punkt sieht man dann nur noch einen Lichtpunkt und man könnte nicht mehr sagen, ob es sich um eine Taschenlampe oder um zwei Taschenlampen handelt. Und der Punkt ist, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich kann jetzt einfach ganz nah hinzoomen, eine ganz große Brennweite nehmen und dann sehe ich wieder, dass ich hier zwei Taschenlampen in der Hand halte. Und da liegt genau das Problem begraben, denn wenn ich hinzoome oder eine große Brennweite nehme, das heißt diese Taschenlampen beobachte, dann tritt das Licht der beiden Taschenlampen durch eine Öffnung, entweder bei einer Kamera oder bei einem Teleskop. Und in diesem Fall gibt es dann eine physikalische Grenze für den Winkel, denn der Winkel steht im Zusammenhang mit dem Abstand zu den Objekten und dem Abstand der Objekte selbst. Und dieser Abstand, dieser Winkelabstand wird angegeben über 1,22 mal Lambda geteilt durch d. Lambda ist in diesem Fall die Wellenlänge des Lichts und man nimmt da einen Richtwert von 530 Nanometern, eben weil in diesem Bereich das Auge am empfindlichsten ist. Und das D ist ganz normal die Öffnung des Teleskops oder im Allgemeinen die Öffnung der Blende. Das heißt, wir können jetzt eine Beispielrechnung machen, wenn wir uns zum Beispiel ein Teleskop mit einer Öffnung von 150 mm nehmen. Das Ganze setzen wir in diese Formel ein, also 1,22 mal 530 mal 10 hoch minus 6 mm geteilt durch 150 mm. Das Ganze rechnen wir jetzt noch ins Gradmaß um und erhalten in diesem Fall 0,89 Bogensekunden. Das bedeutet, mit einem Teleskop mit 150 mm Öffnung, wenn ich damit in den Himmel gucke, kann ich zum Beispiel ein Doppelsternsystem beobachten, wo die Sterne 0,89 Bogensekunden voneinander entfernt sind. In diesem Fall kann ich die beiden Sterne dann noch als zwei separate Quellen identifizieren. Jetzt muss man aber dabei beachten, mit entfernt meint man in diesem Zusammenhang den Winkel, den sie am Himmel einnehmen, nicht die tatsächliche Entfernung zwischen den beiden Sternen in Lichtjahren oder Parsec. Jetzt gibt es eine weitere Sache, die man noch beachten muss. Denn diese Werte oder dieser Wert, das sind theoretische Werte. In der Realität, in der Praxis ist es dann doch ein bisschen anders, denn da spielt die Luftunruhe oder das sogenannte Seeing eine wichtige Rolle. Zum Seeing werden wir aber ein separates Video produzieren, aber an dieser Stelle kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen, denn der Satz, ein Teleskop mit einer Öffnung größer als 130 mm, das macht einfach keinen Sinn, weil man dann eh nicht mehr Details sehen kann. Dieser Satz ist so einfach nicht ganz richtig, denn bezüglich des Auflösungsvermögens, bezüglich der Details stimmt es natürlich schon, aber ein Teleskop mit einer großen Öffnung ist vor allem bei der Deep Sky Beobachtung oder der Deep Sky Fotografie von Vorteil, weil man eben möglichst viel Licht sammeln möchte. Zur Öffnung haben wir bereits ein Video produziert, das verlinke ich euch da oben bei dem kleinen i. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht sehr intuitiv ist, warum man nicht sagen kann, ich möchte einfach die beiden Taschenlampen auflösen, deswegen zoome ich ganz nah ran. Als Analogie dazu kann man sich vielleicht einen alten Röhrenfernseher vorstellen.
Also wir nehmen jetzt einen alten Röhrenfernseher und bilden darauf eine Blumenwiese ab. Und dann stellen wir uns ganz weit weg von dem Fernseher und schauen da drauf. Dann können wir diese Blumenwiese bestimmt noch identifizieren. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, ich möchte mehr Details sehen, mehr Informationen, dann gehe ich einfach näher an den Fernseher ran und kann vielleicht schon einzelne Blumen identifizieren. Wenn ich jetzt noch mehr Details sehen möchte, dann gehe ich noch näher ran und so weiter und so weiter. Aber irgendwann, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt einen einzelnen Grashalm sehen, dann wird man merken, wenn man ganz nah am Fernseher dran ist, dann sieht man nicht mehr mehr Details, sondern nur noch die einzelnen grünen, blauen und roten Pixel des Fernsehers. Wenn man jetzt mehr Informationen, mehr aus dem Bild rausholen möchte, dann braucht der Fernseher eine höhere Auflösung. Das heißt, ich brauche einen HD-Fernseher oder einen 4K-Fernseher mit einer höheren Pixeldichte, um mehr Informationen aus dem Bild rauszuholen. Woher jetzt diese Formel für das Auflösungsvermögen kommt, das werden wir uns im zweiten Kapitel dieses Videos anschauen. Bevor wir die Beugungsgrenze erklären können, müssen wir uns erstmal mit der Beugung an sich beschäftigen. Dafür brauchen wir erstmal zwei Zutaten, also zwei physikalische Effekte oder Prinzipien. Das erste wäre die sogenannte Interferenz. Licht ist ja nichts anderes als entweder ein Teilchen, also Photonen, oder auch elektromagnetische Wellen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Welle-Teilchen-Dualismus. Wenn man jetzt Licht als elektromagnetische Welle auffasst, dann kann Licht, also können diese elektromagnetischen Wellen miteinander interagieren, sie können interferieren. Wenn wir uns jetzt also zwei solche Wellen angucken, die haben eine gewisse Wellenlänge, und wenn in diesem Fall jetzt ein Wellental auf einen Wellenberg trifft, dann kommt es zur sogenannten destruktiven Interferenz. Das bedeutet einfach, dass dann letztendlich kein Signal mehr da ist. Das heißt, wenn man so möchte, löscht der Wellenberg das Wellental aus. Andersrum, wenn jetzt Wellental auf Wellental und gleichzeitig Wellenberg auf Wellenberg trifft, dann kommt es zur sogenannten konstruktiven Interferenz. Das heißt, man hat sozusagen doppeltes Signal, wenn man so möchte. Das ist der erste Effekt, den wir brauchen. Der zweite Effekt oder das zweite Prinzip ist das Huygensche Prinzip. Dieses Prinzip sagt letztendlich, dass von jedem Punkt an einer Wellenfront eine sogenannte Elementarwelle ausgeht. Und diese Elementarwelle ist kugelförmig geformt. Jetzt gehen wir zur Beugung an einer Schlitzblende. Das ist sozusagen ein eindimensionales Problem, wenn man so möchte. Wir haben also eine Wand und da ist ein kleiner Schlitz. Und auf diesen Schlitz schicken wir jetzt Licht. Also eine ebene Welle von einer gewissen Farbe, von einer gewissen Wellenlänge. Und jetzt ist es so, dass vor dem Schlitz sich diese Elementarwellen, die ja in jede Richtung gerichtet sind, sich rückwirkend sozusagen aufheben, sodass die resultierende Welle nur nach vorne propagiert. Und irgendwann trifft dann diese Welle auf diesen Schlitz und nach dem Schlitz wird diese Welle aufgrund des Huygenschen Prinzips gebeugt. Und wir konzentrieren uns jetzt mal zum Beispiel nur auf eine Wellenlänge, das heißt, wir schicken da jetzt nur rotes Licht durch und wir betrachten jetzt eine Welle, die am oberen Ende startet und eine in der Mitte. Und wenn wir jetzt an unsere Bildebene gehen sozusagen, dann ist es so, dass die Welle am mittleren Ende einen längeren Weg zurücklegen muss als die obere, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen oberen Punkt, den ich eingezeichnet habe, betrachten. Und wenn dieser Wegunterschied, den nennt man auch Gangunterschied, wenn der exakt eine halbe Wellenlänge beträgt, das heißt, wenn in dem Fall dann Wellental auf Wellenberg trifft, dann kommt es zur sogenannten destruktiven Interferenz. Das heißt, in der Fokusebene, in der Bildebene, ist dann an dieser Stelle kein Signal detektierbar. Ist der Gangunterschied hingegen eine ganze Wellenlänge, dann kommt es zu konstruktiver Interferenz und man hat wiederum ein Signal. Und das wiederholt sich dann ganz oft und das Ergebnis ist dann ein sogenanntes Interferenzmuster, wie man es hier am Rand sehen kann. Wie sieht das Ganze jetzt mathematisch aus? Schauen wir uns jetzt die entscheidende Region, sage ich jetzt mal, ein bisschen genauer an. Wie gesagt, gehen wir vom mittleren und oberen Strahl aus, aber es gilt natürlich auch für jeden anderen Strahl an jeder anderen Position längs dieses Schlitzes. So, aufgrund der Geometrie entspricht jetzt der Winkel
zwischen dem Zentrum des Interferenzmusters und dem ersten Minimum genau dem Winkel in dem eingezeichneten rechtwinkligen Dreieck. Und jetzt kann man mit dem Sinus eine Beziehung zwischen den verschiedenen Größen herstellen. Nämlich d halbe mal Sinus Theta ist gleich 1/2 Lambda. Lambda wieder die Wellenlänge, d die Breite des Schlitzes und Theta eben der Winkel. Das Ganze können wir jetzt umformen zu Sinus Theta ist gleich Lambda geteilt durch d. Und jetzt ist es so, dass der Sinus ja bekanntlich eine unendliche Funktion ist, die mehrmals einen bestimmten Wert erreicht. Zum Beispiel bei 0, Pi, 2Pi und so weiter. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss auch, dass der Gangunterschied nicht nur 1/2 Wellenlänge betragen kann, sondern eben auch 3/2 Wellenlängen. Bei einer ganzen Wellenlänge ist es ja wiederum so, dass konstruktive Interferenz auftritt. Dementsprechend kann man jetzt die Formel für destruktive Interferenz wie folgt schreiben. Sinus Theta ist gleich m mal Lambda geteilt durch d. Das heißt, es gibt mehrere Minima und dementsprechend auch, wenn man die Formel sozusagen für die Maxima definieren würde, auch mehrere Maxima. Wenn man jetzt sozusagen die Intensität dieses Signals messen würde, dann sähe das aus wie bei der Funktion, die man unten sehen kann. Wie schlagen wir jetzt den Bogen zur Astronomie bzw. zum Auflösungsvermögen bei Teleskopen oder Blenden im Allgemeinen? Wenn man den Schlitz sozusagen rotieren würde, dann rotiert sich auch das Beugungsbild, wenn man so möchte. Mathematisch ist das leider nicht ganz so einfach, da müsste man nämlich im zweidimensionalen Fall ein doppeltes Integral über die Blende ausführen. Das würde aber hier jetzt deutlich den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, der Typ, der das als erstes gemacht hat, der heißt George Airy und deswegen nennt man die zentrale Scheibe auch Airy Disk. Die Ringe sind dementsprechend die Airy Ringe oder einfach Beugungsringe. Wenn man das Integral dann auf jeden Fall gelöst hat, dann landet man am Ende bei den folgenden Werten für die Minima bzw. für die Maxima. Und hier fallen vielleicht bereits die 1,22 ins Auge, die man vorher von der erwähnten Formel kennt. Die Zahlen sind jetzt leider nicht so schön fortlaufend wie bei der Schlitzblende, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Wer sich das genauer ansehen möchte, der kann einfach mal Bessel-Funktion erster Art in der Suchmaschine seiner Wahl eingeben. Wie kommen wir jetzt zum Auflösungsvermögen? Wenn wir jetzt beispielsweise zwei Lichtpunkte, also zwei Lichtquellen oder in dem Astronomiefall zwei Sterne mit einem gewissen Abstand am Himmel durch unsere Blende schicken, dann erzeugen beide ein solches Beugungsmuster wie gerade eben. Je näher sie jetzt am Himmel zusammenstehen, desto näher werden sie auch auf der Fokusebene abgebildet. Irgendwann sind sie dann aber so nah aneinander gerückt, dass man sie nicht mehr voneinander trennen kann, also sie nicht mehr auflösen kann. Wie legt man jetzt dafür eine quantitative Regel fest? Da kommt ein anderer Typ ins Spiel, nämlich der Lord Rayleigh. Und der hat letztendlich einfach gesagt, wenn das zentrale Maximum des einen Sterns, der einen Quelle, in das erste Minimum des anderen Sterns fällt, dann kann man sie noch auflösen. Und mathematisch ergibt sich in diesem Fall eben, dass das m 1,22 ist wegen dem ersten Minimum. Wenn man jetzt noch von kleinen Winkeln ausgeht, kann man mit der Kleinwinkelnäherung den Sinus einfach wegschmeißen und man hat das Rayleigh-Kriterium für das Auflösungsvermögen definiert. Das hat jetzt keine tiefere physikalische Grundlage, sondern ist mehr oder weniger willkürlich gewählt. Es gibt beispielsweise einen anderen Typ, nämlich den William Rutter Dawes, der das nach ihm benannte Dawes-Kriterium definiert hat. Hier ist der Vorfaktor nicht 1,22, sondern 1,02. Worin liegt jetzt da der Unterschied? Das Dawes-Kriterium wurde empirisch gefunden, also mit einem Experiment, wenn man so möchte. Und das Experiment bestand letztendlich darin, aus der Beobachtung von Doppelsternen. Für das Beugungsmuster bedeutet das, dass die zentrale Eindellung beim Dawes-Kriterium 95% der maximalen Intensität beträgt. Beim Rayleigh-Kriterium sind es dagegen 73,7%. Welches ist jetzt die bessere Definition? Man könnte sagen, das Dawes-Kriterium, weil es empirisch gefunden wurde, letztendlich ist es aber nicht so entscheidend, da sie beide sehr nah beieinander liegen. Meistens wird eben das Rayleigh-Kriterium verwendet, vermutlich weil es die großzügigere Definition ist. Abschließend zur Frage, kann ich mit einem Teleskop das Landemodul der Apollo 11 Mission Eagle beobachten? Kurz und knapp, nein,
kann ich leider nicht. Warum nicht? Weil das Eagle-Landemodul einfach viel zu klein ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein großes Amateurteleskop mit 300 mm Öffnung nehmen, dann können wir mit dem Rayleigh-Kriterium ein Auflösungsvermögen von 0,44 Bogensekunden berechnen. Das heißt, wenn zwei Objekte, zwei Sterne, mit diesem Winkelabstand am Himmel stehen oder wenn ein Objekt diese Größe auf dem Mond hat, dann können wir es als solches identifizieren. Jetzt müssen wir diese 0,44 Bogensekunden aber noch in eine tatsächliche Distanz, Strecke, Größe umrechnen. Und dabei hilft das folgende Bild. Was wir hier sehen, ist ganz einfach die Erde und der Mond. Und wir haben auch gleichzeitig noch ein kleines Teleskop eingezeichnet, mit dem wir auf den Mond schauen. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht maßstabsgetreu und auch der Winkel Epsilon, der wäre in der Realität wesentlich kleiner. Das grüne R ist jetzt der Abstand von der Erde zum Mond und das rote D ist der minimale Abstand, den zwei Objekte haben müssen, damit man sie voneinander unterscheiden kann. Über den Winkel kann man jetzt mit dem Tangens auf das rote D schließen. Und zwar wie folgt. Tangens von Epsilon halbe ist gleich D halbe geteilt durch R. Jetzt stellen wir das Ganze nach D um und erhalten dann D ist gleich Tangens von Epsilon halbe mal 2 mal R. Jetzt setzen wir ganz einfach unsere 0,44 Bogensekunden ein, rechnen die noch in Grad um, indem wir durch 3600 teilen, mal 2 mal 384.400 Kilometer für die Distanz Erde-Mond und erhalten damit 0,82 Kilometer, also ungefähr 800 Meter. Das heißt, wenn wir mit einem Teleskop mit 300 mm Öffnung auf den Mond schauen und das Seeing bzw. die Luftunruhe ausschalten könnten, dann könnten wir Objekte mit einer Größe von 800 Metern beobachten. Jetzt muss man an dieser Stelle aber nicht allzu enttäuscht sein, denn auch die Profis schaffen das nicht. Zum Beispiel das Gran Telescopio Canarias auf dem Rock de los Muchachos, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht, auf La Palma, hat einen Spiegeldurchmesser von 10,4 Metern. Wenn man damit das Auflösungsvermögen berechnen würde, würde man 0,013 Bogensekunden erhalten. Wenn wir jetzt diesen Wert benutzen, um das rote D auszurechnen, erhalten wir 0,0242 Kilometer, also 24 Meter. Und auch dieser Wert ist noch viel zu groß, um ein Objekt von 3 bis 4 Metern Größe aufzulösen. Das war's auch schon mit unserem Video über Auflösungsvermögen, Beugungsgrenze und die Frage, ob man mit einem Teleskop das Landemodul der Apollo 11 Mission beobachten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, weil dann verpasst ihr keins der nächsten Videos. Wie immer, wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, schreibt es gerne hier unten in die Kommentare. Zum Beispiel, ob euch diese längeren Videos besser gefallen als die kürzeren Videos. Wie immer, hier drüben unsere letzten beiden Videos aus der Reihe Teleskoptheorie. Und in diesem Sinne, klare Nächte, zieht euch warm an und bis zum nächsten Mal.